Hallöchen und willkommen zurück zu Create 4. Wir sind wieder live am Streamen. Und wenn du das auch dabei sein möchtest, einfach mal vorbeikommen. Montag, Mittwoch, safe auf dem Kanal. Freitag beim Partnerkanal. Alles unten in der Kanalbeschreibung angeheftet. Heute haben wir einiges vor. Enderperlen sammeln. Vielleicht noch ein paar Blaze Rods. Und das werden wir heute machen. Und dann schauen wir mal, was wir heute noch Feines, Schönes machen können. Das ist das Biom, was ich gesucht habe. Aber ich bin am Verhungern. So. Okay. Enderman. Also Enderman, keine Nager. Nager brauche ich nicht. Nager sind richtig ekelhaft. Und das sieht einfach so schön aus. Das Nether könnte immer so schön ausschauen. Natürlich ist es ein bisschen sehr bunt. Und auch die Mob-Auswahl ist ein bisschen arg. Aber es könnte einfach so schön sein. So, wir sind jetzt hier ein bisschen unterwegs schon. Bisschen nervig, weil die Nager uns tierisch auf den Sack gehen. Aber wir haben schon mal 8 Enderperlen. Und ich peile mal so an die 20 an. Schätzungsweise wären vielleicht sogar ein paar mehr besser. Aber 20 wäre so das Mindeste, was ich gerne hätte. Mal schauen, dass wir hier so ein paar Endermänner finden. Weil ich finde eigentlich nur noch Nager und keine Endermänner. Und die paar Endermänner, wo ich bin, das waren jetzt insgesamt 3 Stück. Die haben mir jetzt die Ether Enderperlen vermacht. Deswegen hoffe ich inständig, nachdem ich jetzt mal das Nachbarbiom hier angewählt habe, dass wir vielleicht noch ein paar finden. Die Nager regen mich auf. Ansonsten müssen wir in der Oberwelt noch ein bisschen suchen. Aber das kriegen wir dann hin. Wir müssen mal einfach nachts ein bisschen unterwegs sein. Da hinten ist einer. Ich sehe einen auf der Minimap. Gleich mal hin. Looting-Schwert parat. Kein anderer Mob in der Nähe. So, gleich mal zuschlagen am besten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da unten ist er. Und da ist schon wieder ein Nager. Ich habe es schon auf dem Minimap erahnt. Aber da ist er. Okay, so. Da hinten ist auch schon wieder ein Nager. Den Minimap, alle Mobs, die mir nicht angezeigt werden, aber rot sind, weiß ich, das sind die reingepatchten. Ja, ich habe dich schon gesehen. Die Frage, ach, da oben bist du. Oh, runter. Ich sehe gerade nur noch ganz komische Mobs auf der Karte. Ja, wir versuchen unser Glück weiter. Und hoffen mal, dass die Nager uns ein bisschen in Ruhe lassen. 10 Stück haben wir schon. Die Hälfte. Wir graben uns jetzt mal hier durch. Und hoffen, dass wir vielleicht noch auf den einen oder anderen Enderman treffen. Ansonsten gehen wir in der Oberwelt auf die Suche. Da haben wir mehr Chancen. Ganz ehrlich. Ach ja. Das End war jetzt irgendwie ein bisschen traurig. Wir haben eigentlich hauptsächlich nur Nager betroffen. Beziehungsweise sie uns. Und ja. Ihr habt es gesehen. Bin auch einmal gestorben aus Dummheit. Ich bin gestorben. Fuck. Sag jetzt mal Dummheit. Aber wir haben es schnell wieder geregelt. Von daher alles gut. Jetzt ist der Plan so. Wir haben jetzt 11 Enderaugen. Wir gehen jetzt mal auf die Suche. Wir werden Tag und Nacht durchlaufen und schauen, dass wir unterwegs noch den einen oder anderen Enderman treffen. Und dann werden wir hoffen,
dass wir ein Portal finden, wo wir wenig nachrüsten müssen. Im besten Falle wäre es voll bestückt, aber in unserem Fall, wir kennen unser Glück, haben wir ein Null-Portal. Wir gucken mal, lassen wir uns überraschen. Deswegen heißt es, sobald die Kartoffeln durch sind, auf geht's zum Endportal. So, jetzt haben wir fast 2000 Blöcke gepackt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt dann gleich mal. Wenn wir hier sind. Na komm. Also theoretisch war es diese Richtung. Wo ist das Auge? Und es ist anscheinend zerplatzt, so wie es aussah. So wie es aussieht, haben wir entweder ein Wasserteil oder da hinten ist eine tolle Insel mit einem schönen Geschenk für uns. Ja, der gibt uns Drowning-Effekt. Und ein Blitz wollte in mich einschlagen. Ja, Gott verreck, was ist denn hier los? So. Ja, wir sind drüber gefahren. Okay, es ist wirklich unter Wasser. Da ist es doch. Ich hab's gesehen. Oh, ist das Ding. Hallo. So. Gehen wir erstmal nach links. Jo. Direkt gefunden. So, nach. Keine Ahnung. Ja, ging relativ zügig. Ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen, haben wir das Portal schon gefunden. Das war ein One-Eye. Ich habe jetzt schon mal die restlichen Augen gleich reingeballert. Wegpunkte sind gesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch fünf Eye of Ender finden und dann können wir ins End. Das ist nice. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen looten. Mal gucken, was wir Schönes finden. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit. Der Chat hockt hier auch im Hintergrund. Auch mal alle mal zusammen, würde ich sagen, ne? Bin hier schon mal ein bisschen rumgelaufen. Apropos, es gab ein Upgrade. Wir haben ein Spider-Backpack bekommen. Ist nice. Wir können jetzt hier an der Wand hochklettern. Da, ich bin Spider-Man. Spider-Man. Ja, das macht Spaß. Manchmal ein bisschen nervig, vor allem wenn die Türen so ein bisschen schmal gehalten sind. Aber. Ja, das kriegt unsere Pickaxe im Notfall auch hin. So, wir gucken jetzt mal, ob wir vielleicht noch die Bücherei finden. Die wäre natürlich so das Nonplus. Hoffentlich ist die nicht unter Wasser, weil der Tempel hier liegt nämlich ein bisschen so im Wasser drin. Ich hatte die Vermutung, die Befürchtung vor allem. Und ja, sie hat sich bewahrheitet. Natürlich. Aber es war nicht so tief. Also man hat's dann so ein bisschen rausspicken sehen aus dem Wasser. Und daher ging es eigentlich. Aber die Bücherei bleibt uns noch verwehrt. Ich hoffe ja inständig, dass da was richtig, richtig Hallöchen Creeper. Richtig, richtig Geiles auf uns wartet. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Lass mal gucken. Aber Holzboden ist immer so ein gutes Ding, oder? Nein. Aber ein paar Äpfel und ein bisschen Gold. Ja gut, man kann nicht alles haben. Und über uns ist Wasser, das heißt, es lohnt sich auch nicht nach oben zu graben. Was gibt's hier Schönes? Bitte eine Bücherei. Nö. Bücherei bleibt uns verwehrt. Wir züchten uns einen Kleriker. Ich wusste es. Wir können Enderperlen kaufen. Und dann ist es egal. Dann brauche ich keine Endermänner. Und die Nager gehen mir nicht auf den Keks. Und alles super. Alles happy. Da gehen wir jetzt der Sache nach. Da sind sie. So, Dankeschön. So.
Wir gönnen uns. Zack. Ich wollte eigentlich den Mitte zum Schluss. Danke für dein Lag-Spiel. Danke. Machst meine ganze Vorbereitung einfach kaputt. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Dank eines Clerics und ein bisschen Smaragden haben wir endlich unser Portal offen. Wir haben Bogen, wir haben alles. Dann auf geht's. Treffer. Jetzt kriegen wir auch noch ein Yeeting Starving Dormy Duplicator Weakness Enderman. Mit 280 Herzen. Natürlich. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Danke dafür. Ich sterbe schon wieder. Nein. Boah. Luck. Und tschüss. Danke. Geht doch. Oh, Mann. Gott. Oh, das sieht doch gleich viel schöner aus hier. Oh, da ist das Ei. Das lassen wir aber da liegen. Weil, ist mir egal. Das kann da liegen bleiben. Schöne Sache. Will auch das da schnell mitnehmen. Das reizt mich schon die ganze Zeit. So. Was war das? Enderohr. Okay. Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Das End ist befreit. Wir können demnächst weiterziehen. Juhu. Das war aber ziemlich nervig. Und dieser Yeeter Starving Stormy Duplicator Weakness Ender Enderman ist hier immer noch irgendwo. Und daher sage ich Tschüssikowski, wenn dir die Folge gefallen hat, gerne Abo da lassen, gerne abonnieren. Ja, ihr kennt das Ganze. Nice. Sehr schön. Und natürlich auch gerne im Stream vorbeischauen. Montags, Mittwochs, Freitags. Alles unten in der Kanalbeschreibung. Dankeschön. Und ja, Tschüssikowski. Und den Yeeter Starving Stormy Duplicator Weakness Ender Enderman.